Der gehirnlose Beat, nennen wir ihn jetzt einfach mal. Ja, gehirnloser Beat, du bist der Nächste auf meiner Liste. Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Graphustime. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei World of Warcraft. Ja, letztes Mal sind wir ja hier stehen geblieben. Wir wollten gerade in den Schwarmbau rein. Ich muss näher ran. Und da müssen wir 4 Rohre einfrieren und dann diesen Schwarmaufseher müssen wir auch töten. So, schauen wir mal, ob wir das alles schnell erledigen können. Komm her da, du. Das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Ja. Ich hab so kurze Arme, ich erwische ihn nicht. Handy ist er. Und ich finde das richtig geil, dass wir da jetzt nebenbei immer gleich kürschen können. Dickes Leder schon dabei. Dickes Leder schon dabei. Das sieht so aus wie so ein Rohr. Ach, hier ist auch so ein Röhr. Sehr schön, sehr schön. Da haben wir schon mal 2 Rohre. Stirb, du Bösewicht! Stirb! So, okay. Das ist diese Kanone. So, eingefroren. Mit unserer Hightech-Waffe. So, da zum nächsten Rohr hin. Die sind dann wahrscheinlich eh alle gleich direkt nebeneinander. Da sehe ich dann schon das nächste. Und da ist schon dieser Schwammaufseher. Der gehirnlose Beat, nennen wir ihn jetzt einfach mal. Ja, gehirnloser Beat, du bist der Nächste auf meiner Liste. Sehr schön. Und Kürschnern. Ja, Totem des heilenden Flusses. Mögest du mich am Leben erhalten? So, jetzt dieses Ding hier noch. Das ist was Wichtiges. Das auch. Das auch. Was ist das? Lololo. Mein Boot. Darf ich auch nicht verkaufen. So, den Rest können wir verkaufen. Was haben wir hier? Alk. Ja gut, wir sind ein kleiner Säufer. Da sauft man mal was. Nach dem Genuss von flüchtiger Rum fühlt ihr euch etwas beschwipst. Naja, okay. Sehr schön, sehr schön. Da komm her. Ich bin außer Reichweite. So. Der Zauber ist noch nicht bereit. Gehirnloser Beat. Ich komme. Mach dich bereit zu sterben. Oh ja, und da habt ihr schon seinen Kriegsschrei gehört. Ja, hirnloser Beat. Komm, gib's mir. Jawohl. Welch epischer Kampf. Und flüchtige Infektion versucht er zu wirken. Ja, leider ist das alles vergeblich, was du da machst. Das ist... Ja, was soll ich sagen. So, das habe ich schon mal. Was ist das? Eine Krankheit. Ja, leider. Schamanen kann sich jetzt keine Krankheiten mehr runternehmen. War mal anders. Da ging das. Jetzt kann ich nur mehr Fluch. Und als. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Speziell, ach, da werde ich jetzt nicht reinziehen können, oder? Nee, wahrscheinlich sehe ich es nicht. Und soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, kann man als Heilschamane, glaube ich, dann auch wieder die Krankheiten runternehmen. Oder Gift. Irgendeins von den Zweien. Das ist so weit entfernt. Gift eher. Ich bin außer Reichweite. Ja, früher gab es ein Entgiftungstotem. Zack, hat man gestellt, hat man automatisch alle Gifte runtergenommen. Ja, wurde auch so entfernt. Gut, war auch zu stark. Denn sofort nach dem Totemstellen hat man automatisch dann mal den kompletten Raid entgiftet. Und das Ding war wirklich verdammt stark. Also auf einen Schlag 25 Leute hier. Ach, hier ist gar kein Öl am Gang. Was habe ich denn hier gesehen? Es muss hier noch irgendwo eine Abzweigung da drin geben. Scheint auch kein Höhleneingang zu sein. Schauen wir, mach mal da rein. Das erste Rohr noch einfrieren. Ach Gott, hier gleich. Mann, bin ich dämlich. Hier beim ersten Rohr sind wir vorbeigeschwommen. Also besser gesagt, ich.
So, erstes Rohr erfolgreich da. Ja, rumgemacht damit. So, da vorne ist jetzt das Boot. Sehr schön. Der Mist ist weg. Dann kann ich einfach hier gerade rauf. Geh gerade rauf und dann hüpfen wir einfach mal und rauf auf mein. Ach ja! Sorry, ganz vergessen. Es wurde darum gebeten, dass ich vielleicht mal ein anderes Mount benutzen soll. Ja, das mache ich natürlich gerne. Ja, ich habe hier einiges zur Auswahl. Es gibt da noch so ein Mount, das ich auch sehr gerne. Ach, das heißt ja anders. So. Den hier. Ich lege mal den jetzt hier hin. Ich benutze jetzt einfach eine Weile den hier. Ja. Gab es damals für Anzu. Ist ein Drop. Keine Ahnung. Gefüllte 2,5 Millionen Mal bin ich zu diesem Boss gerannt, damit endlich dieses verdammte scheiß Reittier gedroppt ist. Aber ich habe es dann zum Glück erhalten. Wobei ich sagen muss, das war damals noch, als man unbedingt einen Druiden mitbrauchte. Da konnte nur der Druide diese Kugel benutzen. Später wurde das ja aufgehoben, dass jeder diese Kugel da benutzen kann. Auch ohne Druide. Was dann natürlich um einiges einfacher war. Ich musste natürlich jeden Tag schauen, dass ich da irgendwie einen Druiden finde. Der man natürlich immer diese verdammte Kugel anklickt. Ja. Düsterbruch darf ich jetzt gehen. Stratholm darf ich jetzt gehen. Aha, ins Hauptdorf vorne. Das war's jetzt schon mal. Ja, sehr gut. Level 42 sind wir. Wuhu! So. Du hast jetzt nichts mehr für uns, oder? Okay. So. Mr. Ice Cream Verkäufer. Ich habe hier auch ein bisschen was für dich. Hier, bitte. Und noch viel Spaß damit. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu diesen dämlichen Piraten darüber. Hey. Hallo, wir haben ein Boot. Also nimm auch dieses Boot. Yeah. Kann das Boot hüpfen? Das wäre jetzt cool gewesen. Aha, da vorne gab es einen Felsrutsch. Da kann man raufgehen, sehr schön. Ja, da, da, da. Da vorne haben sie irgendeinen Matrosen angebunden. Interessant. Mit einem Speer in der Hand. Nicht schlecht. Cool wäre es natürlich, wenn das Ding jetzt noch Waffen hätte. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. So. Ach, da ist auch so ein Bot gegen die Mauer gerast. Den Südmeerstützpunkt haben wir gefunden. Und da, hoppala. Was war das jetzt, Junge? Hast du da eine Flasche nach mir geworfen? Verdammte Schwein, du. Mögest du sterben. Wenn ich dich kürschen könnte, würde ich dir jetzt die Haut abziehen, du. Warte. Der Angel deiner, komm her zu mir. Zack, und voll in die Fresse. Und, hast du irgendwas gefangen? Nein, hat er nicht. Ach, ich gehe gleich aufs Boot und hau dir auf dem Boot um, so. Oh, der hat einen Papagei. Haha, ich habe was Besseres. Ich habe einen Murloc. Mein Tier ist viel cooler. So, da ist er. Och, der tanzt hier. Das tanzt gleich vergehen, mein Freund. Ja. Nimm das. Und jenes. Und dann noch dieses. So. Da oben steht auch einer. Noch ein Mother Rose. Eieieiei. Seid ihr echt nur Schwächlinge, ha? 3745 Leben. Echt ein Wahnsinn. Wenn ich so nachdenke, mit den ersten, oder allerersten Charmen, mit dem ich damals 60 geworden bin und angefangen habe nach, Molten Core zu gehen. Da hatte ich gerade mal 1600 Leben. Und jetzt hat man schon mehr als doppelt so viel auf Level 40. Das ist ja echt krank. Ich kann mich da noch erinnern. Ach Gott. Waren das damals Zeiten? Ja, ja, die guten alten Zeiten. Wer bist denn du, die Gruseldolli? Oh mein Gott.
Du bist ein Drenai! Hallo! Du sollst nicht böse sein! So, ein Knoll. Hoppala. Du bist schon grün? Gibt's ja nicht. Ich dachte, dieses Gebiet hier geht bis 45. Oder nicht? Moment. Na klar, 40 bis... Wieso bist du ein 39er? Was soll denn das? Na auch, du bist sogar nur ein 38er. Das stimmt doch was nicht. Also echt komisch. Ich muss näher ran. Werde ich jetzt... Ja, wie gesagt, ihr könnt immer noch wählen, wo ich hingehen soll, in welche Zone. Braucht es mir nur zu sagen. So, gibt es hier irgendwas versteckt? Nein. Denn dann mache ich das. Bis jetzt habe ich ja die Zonen einfach ausgesucht. Und ja, falls dann demnächst nichts kommt, wo ich hingehen soll, dann... Hoppala. Werde ich einfach der Nadis weitergehen. Das ist dann einfach gleich da... Moment, muss ich kurz orientieren, dass das Schiff... Da in dieser Richtung circa, so... liegt da Nadis. Dann werde ich einfach dorthin gehen. Ist eine Wüste. Dann haben wir auch mal so ein Wüstengebiet gesehen. So, da habe ich ja auch vorhin auch ein paar rumrennen sehen. Muss sowieso darauf die Kanonen zerstören. Ach, da oben. Ach, da treibt sich noch wer rum. Da liegt ein Toter. Da liegen zwei Tote. Drei Tote. Okay. Mr. Kanone. Och. Also wie die auseinanderfliegt. Ja, komm her, du. Hey, da war wer. Da war wer. Ein schurkischer Schurke. Ein Goblin. Der macht meine Kanonen kaputt. Was tanzt du hier so rum? Lassen Sie das sein. Gut, 6 Kanonen noch, 2 Piraten, das ist ja. Pipifax würde ich jetzt mal behaupten. 608 in die Threads. Nicht mehr lang und wir machen unseren ersten vierstelligen Crit. La la la, was wollt ihr denn alle von mir? Ich stell einfach mein Heilungstoten. Ich bin außer Reichweite. Und zack, es heilt mich hoch. So, ich gehe einfach weiter zur Kanone. Ach, da steht auch eine, sehr schön. Immer kurz schauen, denn ab jetzt wird jede Folge separat beendet, auch wenn ich dann eine längere Aufnahme mache. Dann bekommt ihr bei jeder Folge eine kleine Verabschiedung und eine neue Begrüßung. Finde ich, ist ein bisschen persönlicher. So. Mr. Knoll. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie hier was verloren? Nein? Ein kleines Duell, okay. Auf Leben und Tod, komm. Ich laufe sogar links und rechts. Komm, nur Auto-Hit. Oh, und hin ist er. Der Arme. Was? Hua machst du? Du wagst es, bei mir Hua zu machen. Ja, fast 600. Da, komm. Ich spring sogar. Ja? Ja, hast du keine Chance. Und noch ein paar Kanönchen. Ach, da ist wer. Meine Buffs sind eh noch aufrecht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, den hauen wir hier noch um. Dann werden wir diese Folge hier mal beenden. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach ein Abo, Kommentar, Daumen nach oben da. Ja, empfehlt mich weiter, teilt meine Videos. Dann bleibt mir nur mehr eins zu sagen. Macht's gut, ciao, euer Graphos.